Ho, ho, ho! Fröhlichen Siegtag! Na, Freunde, alles klar? Sehr schön, dann begrüße ich euch zur 24. Folge U-Boat. Lange, lange ist es her. Ich hatte ja leider technische Probleme, seitdem ich Windows 11 drauf hatte. Oder beziehungsweise auf Windows 11 aufgerüstet habe, lief U-Boat bei mir leider überhaupt nicht mehr. U-Boat hatte jetzt einige Updates bekommen gehabt. Ich hatte auch nochmal einige Updates von Windows 11 bekommen. Dann noch einige Updates für die Grafikkarte, bliblablo. Also wirklich alles geupdatet. Und nun läuft es endlich wieder so, wie es sollte. Weil es lief dann irgendwann mal so halbwegs. Dann ist es mir aber immer wieder während des Spielens abgebrochen, beziehungsweise abgestürzt. Und dann konnte ich alles wieder von vorne machen, dann wieder abgestürzt und. Also das war sehr nervig, deswegen musste ich leider U-Boat so lange pausieren. So, wir sind aber jetzt hier endlich wieder da. Wir haben jetzt auch lang genug Pause gemacht gehabt. Also die Mannschaft sollte jetzt mehr wie ausgeruht sein. Ich schaue jetzt nur mal komplett rein, ob wir hier auch alles aufgefüllt haben, weil das weiß ich nämlich gerade nicht, aber es sieht ganz gut aus. Wir gehen jetzt hier auch nochmal rein, also ihr müsst mir so ein bisschen nachsehen, Freunde. Ich habe es jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich muss da echt auch erstmal wieder reinkommen. So, wir schauen mal. Hier ist noch alles super. Lebensmittel haben wir noch. Munition, wie sieht es mit dem Deckgeschütz aus? Haben wir. Flak sieht auch gut aus. Kraftstoff ist auch komplett voll. Torpedos sind voll. Ich habe hier aber noch einen T3-Torpedo. Den möchte ich lieber mitnehmen. Ach so, wir haben ja auch schon die T5-Torpedos, sehe ich gerade. Klar, wir haben die Zaunkönige ja auch schon. Ja, trotzdem. Jetzt haben wir hier den T3 noch eingepackt. Haben wir noch einen T3? Ja, hier ist noch ein T3. Nehmen wir den auch mit. So, T3. Hier haben wir noch einen T2. Den können wir eigentlich auch nochmal ausladen und nehmen hier auch nochmal den T3 mit. Wie sieht es im Heck aus? Im Heck haben wir einen T3. Perfekt. Gut. Das haben wir auch. Gegenstände. Ist auch noch alles dabei. Perfekt. Ersatzteile hatten wir auch dabei, ne? Ja, haben wir auch mehr wie genügend dabei. Sehr schön. Aufrüsten können wir, glaube ich, so oder so nicht. Wir haben ja soweit alles aufgerüstet. Wir werden jetzt hier mal vorspulen. Dann müsste es ja langsam mal wieder hell werden. Perfekt. So, dann schauen wir mal, was es so an Aufträgen gibt. Was haben wir an Gefälligkeit? Gibt es da irgendwas Neues? Nee, da gibt es nichts Neues mehr. So, dann zeig uns doch mal, was wir hier Feines für neue Aufgaben kriegen können. Entschuldigung. Ich bin immer noch leicht erkältet. Ja, Black Pit können wir machen. Oder halt hier unten patrouillieren. Bei, sieht aus wie, naja, hier unten bei Spanien. Nee, ich würde sagen, wir fahren mal hier so ein bisschen und versuchen mal Black Pit so ein bisschen zu machen. Weil die Aufgabe wollten wir ja dann auch gerne mal machen. Dann fahren wir doch mal hier schön raus aufs große Meer. Das haben wir schon mal aktiviert. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne beim Hauptquartier vorbeischauen. Ob wir da eventuell nochmal irgendwas... Ne, haben wir echt schon alles erforscht. Also hier ist gar nichts mehr, ne? Nö, gut, dann hat sich das ja auch erledigt. Dann hat sich das auch erledigt. Dann gehen wir nur nochmal hier kurz gucken, ob hier eventuell alle auf dem Boot sind. Hier. Wir haben 18 Leute drauf, 7 Offiziere. Gut, auch das ist alles fertig. Jo, dann können wir ja schon loslegen. Dann können wir ja wieder mit U96 losfahren in der wunderbaren Baltik-Tarnung. Gut, dann gehen wir mal hier drauf. Ah, die Karte hat sich ein bisschen verändert. Oder? Nee. Nee, hat sich leider nicht verändert. Okay. So, dann setzen wir mal den Kurs. Ach stimmt, das kann mir ja so einfach machen. Ach, das ist auch gar nicht so weit weg. Das ist ja gar nicht so weit weg. So, halbe Fahrt voraus. Ah. Adler hat wieder seine Glatze, wie man es gewohnt ist. So, aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal ein bisschen hier durchs U-Boot spazieren. Wir waren ja schon ewig nicht mehr drauf. Ob sich da eventuell grafiktechnisch was geändert hat. Ach, es ist wieder schön, Freunde, hier wieder auf unserem U-Boot zu sein. Unser U-Boot hat ja schon einiges an Schifftonnage versenkt. Hat auch leichte Kratzer abbekommen bis jetzt. Also bis jetzt hat man eigentlich immer Glück, dass wir gut entkommen konnten. Gut, man muss aber auch fairerweise sagen, dass die KI sich manchmal auch selten dämlich angestellt hat. Ich glaube, in der letzten Folge war das sogar, ne? Wo der einfach direkt vor uns geankert hat. Also erst sucht er uns, dann ankert er vor uns. Jawohl, Harry macht hier auch schon seine Aufgabe. Perfekt. Macht hier den Zaunkönig? Ne, ist nicht der Zaunkönig. Haben hier auch gerade gar keinen liegen. Das müssten die T3 sein. Weil die Zaunkönige müssten hier vorne eigentlich schwarz sein.
Ah, Raptor, alles klar. Die Toilette. Lass doch nicht immer die Tür auf. Ich kacke auch nicht gerne bei offener Tür. Also, so. Ach, ist das schön. Ist das schön, endlich mal wieder mit Bobo unterwegs zu sein. Jungs, was ist denn heute los mit euch hier? Überall sind die Scheiße so offen. Das geht so aber nicht. Wir hätten uns noch eine Milchkuh hinstellen können. Weil das habe ich ja mittlerweile auch rausgefunden, dass man... Aber das hattet ihr mir ja auch schon mal gesagt gehabt, dass man die Milchkühe selbst auch umstellen kann, wo sie dann spawnen sollen. Weil ich denke mal, so weit fahren wir ja gar nicht raus, dass wir da auf keine Milchkuh stoßen werden. Na gut, ich würde sagen, wir spulen einfach mal vor. Und gucken mal, was so auf uns wartet. Wir haben hier auch Nachschub gekriegt, sich gerade. Nachschub möglich. Ja. 11. Juni 42, ja. Sind wir echt schon in 42? Ich dachte, wir wären noch 41. Schade, da hätte ich mir auch sowas gewünscht wie bei Silent Hunter damals, ne? Hier die Bismarck-Mission, wo man dann bei der Schlacht bei der Bismarck fahren konnte, versuchen konnte, die Bismarck zu retten. Aber das ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, wo die Bismarck hier versenkt wurde. So, wir sind hier. Was ist denn los hier? Sichtkontakt entdeckt. Das hatten wir alles schon. Wir sind da, wo wir hingehören. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Tauchstation, damit wir hier unser Hydrofon benutzen können. Sollte es uns auf jeden Fall einfacher machen, dann abzutauchen, beziehungsweise Schiffe zu orten. Ja, dann, Freunde, gehen wir mal, wir liegen ja gerade, dann gehen wir mal auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Wer ist er denn? Ach, der Lotto. Ich hoffe, dass wir einen dicken, fetten Konvoi finden werden. Wäre nämlich sonst echt schade. Es wird auch schon wieder dunkel. Es wird auch schon wieder dunkel. Ja, wir hätten vielleicht mal die Fahne reinholen sollen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt hier vorne auch... Also was ich gelesen habe, ist, dass jetzt U-Boot Frax, wo wir ja das eine Mal die Enigma geborgen hatten, war ja immer das Problem, dass hier vorne die Torpedoschotten nicht verfügbar waren bei den anderen U-Booten. Ne? Die waren immer weg. Das haben sie gefixt. Ist der jetzt einfach runtergesackt? Ich finde, der ist jetzt gerade extrem schnell getaucht. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. Mich würde mal interessieren, ob eben jetzt die Torpedoschotten richtig auffahren oder eben noch falsch. Weil das hat mich immer gestört. So, ist denn einer am Hydrofon? Nein, es ist keiner am Hydrofon. Ja, dann geh doch mal bitte an die Akustik. Dann geh doch bitte mal an die Akustik. Brauchst du noch einen? Zu Befehl. So, zwei Matrosen können wir nicht einsetzen, da bringt nichts, genau. So, dann würde ich sagen, werden wir hier mal patrouillieren. Legen Sie den Kurs an. Und ich hoffe, dass wir hier was finden werden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schiffsschrauben her. Aha, perfekt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Perfekt. Aber die Kollegen versuchen hier rauszufahren, ne? Ich sage, machen wir mal volle Kraft voraus. Dass wir die mal aufspüren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. So müssten wir sie eigentlich... Wir sind nah dran. Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Das habe ich mitgekriegt.
nicht sehen. Die werden wir noch nicht sehen, die zwei, drei. Hoffentlich sind es auch drei Schiffe. Also richtig drei dicke, fette Pötte. Voll beladen mit Gold. Das wäre fein. Ja, wir sind auf jeden Fall... Na komm schon. Wir müssen halt so ein bisschen auf unseren Sprit aufpassen. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Das Blöde ist, wir fahren hinterher. Das mag ich gar nicht. Ich hasse es, wenn man Schiffen hinterher fährt. Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anders positionieren. So, der Kollege müsste jetzt... Was ist der denn für? Achso, ich wollte sagen. So, komm, Ruhepause ist rum. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Der BDU verlangt das von uns. Hochfahren. So. Ich glaube, wir haben hier noch einen Zoom drin, ne? Oder? Jetzt ist es anders. So, dann schauen wir mal. Oh ja, da sind doch ein paar Pöttchen. Mal gucken, ob wir die schon identifizieren können. Von hinten ist sowas immer ganz schwer. Oh, das könnte ein großer Pott sein hier. Aber es sind nur zwei Schiffchen, ne? Es sind wirklich nur zwei Schiffchen. Oh, was ist hier los? Geringer. Raptor, machst du nicht schon wieder deine Aufgabe? Nö, Raptor macht seine Aufgabe nicht. So, dann wo ist der Raptor? Bevor wir nämlich dann hier den Dings verlieren. Da ist Raptor. Jawohl. Bitte mal an den Kartentisch gehen. Das haben wir. Das wäre jetzt echt doof, wenn wir jetzt den Faden verlieren würden. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen kleinen Knick fahren, damit wir sie dann besser orten können. Du kannst sie auch ruhig. Herr Kaloy. Aha, zwei. So. Okay, dann versuchen wir mal, Freunde, dass wir herausfinden, was das für Schiffchen sind. Da vorne sind sie. Immer noch schwierig. Ich sehe auch keine Flagge an den Masten. Beziehungsweise kann ich die noch nicht erkennen. Aber das hier müsste echt ein großer Pott sein. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt unsere Aufgabe ist. Mist, ich glaube 7000 Brutto-Registertonnen müssen wir versenken, ne? Oder 70.000? Das steht doch hier irgendwo. 7000, okay. Ah, hier oben ist das Fähnchen. Wir stehen sehr bescheiden zu den Schiffen. Wir stehen wirklich sehr bescheiden zu den Schiffen. Ich kann die so auch noch, wie gesagt, nicht zuordnen. Müssen leider noch mit voller Fahrt fahren, weil sonst bringt das nichts. Die sind auch ziemlich schnell unterwegs. Wie ich Hari kenne, sind wahrscheinlich die Torpedos nach wie vor nicht fertig. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ja, wir sind ja auf Gefechtsstation. Wir sind ja auf Gefechtsstation. Okay, ich will auch nicht so nah ran. Zu Befehl. So, dann schauen wir mal, ob wir das jetzt herausfinden können. Da sind sie. Ah, das ist ein kleiner. Ich glaube, der hat so 2000 Brutto-Register, dann wird er uns bringen. Der hier wird auf jeden Fall mehr Spaß machen. Und ich glaube, ich sehe es halt nicht richtig, aber ich glaube, der hat amerikanische Flaggen dran. Wir sind ja 42, das bedeutet, wir sind sowieso mittlerweile mit Amerika im Krieg. Also ist das dann im Großen und Ganzen Wumpe. Sieht aber auch so ein bisschen aus, als wäre die gestreift. Naja, aber wir schauen mal. Also, mal das Blockbuch rausholen.
Wir müssen es jetzt mal versuchen herauszufinden. Das könnte er sein. Nee, kann er nicht sein. Hier fehlt der dritte Mast. Den hat der Kollege nicht. Warte mal, wir fahren mal das Zero ein bisschen höher. Nee, den dritten Mast hat er nicht. Er hat nur zwei. Also ist er das schon mal nicht. Das könnte er sein, weil er hat hier in der Mitte, wenn ich das richtig sehe, hat er auch noch einen Mast. Das könnte er definitiv sein. Kommt, weiß ich nicht. Man sieht es hier halt schlecht. Weil er hat eigentlich hier auch noch eine Insel drauf. Wir gehen mal weiter. Nee, Liberty ist es definitiv nicht. Oh, neuen Flugzeugträger. Ja, es gibt einen neuen Flugzeugträger. Sehr schön. Aber immer noch keine neuen Schlachtschiffe. Das finde ich so schade, dass sie sich mit den Schlachtschiffen wirklich so viel Zeit lassen. Ich möchte echt gerne mal mehr... Nee, das ist auch nicht. Das könnte er eventuell... Nee. Nee, passt von dem Rumpf her nicht. Nee, dann ist es auf jeden Fall der eine hier. Bin ich mir eigentlich recht sicher, dass es die Empire Explorer Klasse ist. Ja, das sieht sehr nach Empire Explorer Klasse aus. Was hatten die so an Gesamttonnage? Oh, 5490 Tonnen. Das lässt sich doch schon mal gut sehen. Das lässt sich doch schon mal gut sehen. Gut, dann mal wieder raus hier. Noch haben sie uns nicht entdeckt. Noch haben sie uns nicht entdeckt. Haben auch keinerlei Eskorte dabei. Sowas mag ich ja mal sehr gern. Also hier können wir wirklich mal unseren Spaß rauslassen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Kollege... Torpedokurs berechnen. Torpedokurs berechnen. Sowas ist immer ganz wichtig. Jetzt können wir aber auch eine kleine Fahrt machen. Um hier wirklich ein bisschen Sprit zu sparen. Ich würde es halt gerne beide angreifen. Ich würde es halt wirklich gerne beide angreifen. So, Harry, ich hoffe, du hast deinen Job gemacht. Ich hoffe, du hast deinen Job gemacht. Ja, ist sie definitiv. Das ist sie definitiv. Aber was hat die denn hier für ein Hoheitszeichen drauf? Das kenne ich gar nicht. Okay, so, da brauchen wir mal ein Torpedo. Die sind natürlich alle kalt. Es hat sich nichts geändert auf diesem Boot. Harry macht nach wie vor sein eigenes Ding. Kapitän? Ja. Der Kapitän hätte gerne, dass du mal... Ach, wie war denn das nochmal? Ach, hier, so war das. Dass du mal ein Torpedo fertig machst. Nehmen wir mal den T2. Ja, Herr Kaloy. Die anderen Torpedos will ich mir dann doch nochmal vorsichtshalber sparen. So, man darf den Harry aber auch gerne mal helfen. Kann man gar nicht. Okay. Los, Harry. Dass dem Kollegen das auch immer einfällt, wenn wir hier einen Angriff starten. Das finde ich mal zu geil. Das finde ich auch immer wieder zu geil. So, wir könnten mal nochmal anzoomen. Ah, daneben ist so ein Liberty Frachtschiff. Die bringen natürlich ordentlich, ne? Die bringen natürlich ordentlich. Da kommt man bei der Zeit, wie der Harry das macht, könnten wir eventuell auch schon den anderen verrichten. Ah, ist bei 99%. 98%, 99%. Harry, dann mach doch gleich den nächsten auch.
T1-Torpedos. Warum habe ich denn so viele T1-Torpedos drin? Okay. Torpedo ausrichten. Ja, dann würde ich sagen, dem einen können wir eigentlich mal eindrücken. Na, was mache ich da? Den einen könnten wir jetzt eigentlich mal eindrücken. So. Dann machen wir ein Rohr fertig. Rohr 1 bewässern. Und dann schauen wir mal, ob der Kollege hier die Beine drücken kann. Bewässert. Feuer frei. Los! So, dann Adler, berechne bitte schon mal den zweiten. Torpedokurs berechnen. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ah, das sieht gut aus. 40 Sekunden bis Torpedo einschlägt. Das sieht gut aus. Wie war denn das nochmal? N war, glaube ich, die freie Kamera, ne? Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir uns im Torpedo aussehen. 30 Sekunden. Ah, sie drehen ab. Sie drehen aber jetzt ab. Die haben uns bemerkt. Die haben uns bemerkt. Aber man sieht keine Blasenspur. Mal gucken. 10 Sekunden bis Einschlag. Jawohl, Treffer, Midships. Schwere Schäden am Rumpf. Nur ob es wirklich schon gereicht hat. Das wage ich zu bezweifeln. Die zwei Torpedos sind natürlich jetzt nicht so stark. Ich glaube nicht, dass der... Aber es würde mir persönlich schon reichen, wenn er schon nicht mehr fahren kann. Das würde mir persönlich schon reichen. Aber die Jungs scheinen auch nicht wirklich... Die scheinen auch nicht wirklich... Ja, obwohl, sie kriegt ganz schön Schlagseite hier. Sie bekommt ordentlich Schlagseite. Ja, mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Die Donald Roach. Aber kein Brand, kein gar nichts. Also ich glaube eher, dass sie wirklich Glück hatte. Ich glaube eher, dass sie Glück hatte. Ja, das war kein großer Schaden. Sieht man hier oben. So, dann würde ich sagen, große Fahrt voraus. Und dann setzen wir uns gleich wieder an die Schiffe dran. Ari, du kannst in der Zeit nochmal die Torpedos alle warm machen. Wir haben halt auch wirklich nur bescheidene Torpedos geladen. Warum habe ich so viele T1-Torpedos dabei? So, Rohr 2 hat er. Dann machen wir Rohr 3 auch gleich mal. Dann nochmal Rohr 4. Und dann sollten wir eigentlich auch soweit sein. Gut, dann würde ich sagen, gib mir der Roach nochmal einen rein. Weil die scheint nicht wirklich... Obwohl, die Roach scheint aber auch nicht bewaffnet zu sein. Nee, da sparen wir uns den Torpedo. Wir gehen hier auf... auf ihn hier. Rohr 2, bewässern! Rohr 3, bewässern! Rohr 2, fertig. Rohr 3, bewässert. Los! So, jetzt gucken wir mal, ob sie das geändert haben. Immer noch nicht. Mann, 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 Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh nein, die gehen beide in die Dings rein. Obwohl der eine könnte. Der Torpedo ist auf halb. Er dreht rein. Ah, das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Obwohl der eine könnte vorbeigehen. Bitte geh vorbei. Das ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass ein Torpedo vorbeigeht. Oh nein. Nein, nein, nein. Ja.
Aber das wird's mit der Donald Roach gewesen sein. Wie sieht's denn mit der hier eigentlich aus? Sie sagt ja angeblich, es wäre ein Portugiese. Angeblich ist es ja ein Portugiese. Müssten wir eigentlich erstmal checken, ne? Ob der Kollege hier nicht unter falscher Fahne fährt. Der ist halt auch hochgradig bewaffnet, ne? Ja, die Roach ist weg. Die Roach ist weg. Gut, Harry, wir müssen mal ein paar Torpedos laden. Einen haben wir, glaube ich, noch geladen, ne? Einer ist, glaube ich, noch drin, ne? Gehen wir nochmal hier auf Adler. Nein, 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 nein. Das ärgert mich, dass ich jetzt zwei Torpedos... Ja, gut, das war aber auch meine Blödheit. Die sind so nah aneinander gefahren. Das war eigentlich schon absehbar. Aber egal. Fertig. Los! Und Feuer. Harry, du könntest mal die Torpedos nachladen. Herr Kaloy? Sehr wohl, Herr Kaloy. Und zumindest haben wir jetzt ein paar gute dabei. Eins. Bewegung! Los, schneller! Obwohl, ich brauchte, glaube ich, gar keinen Haken. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich kann die, glaube ich, auch einfach so ziehen. Bewegung! So. Los, schneller! Naja. Aber zum Laden kann er auf jeden Fall ihn gebrauchen. So, helft mal dem armen Mann. Wie sieht's mit dem Torpedo aus? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Der dreht aber. Der dreht, glaube ich, gut raus. Der dreht, glaube ich, gut raus hier. Da ist der Torpedo, oder? Ja, da ist er. Ah, schade. Millimeter vorbeigegangen. Hat er aber gut gemacht. Er hat sich gut rausgewindet. Das muss man ihm lassen. Wohl, er wird uns nicht rot angezeigt. Ich habe halt echt Schiss, wenn ich jetzt auftauche, dass die uns massiv beschießen werden. Ach, no risk, no fun, Freunde. Wir drücken einfach mal ein Auge zu. Wir haben die Fahne nicht gesehen. Die Sonne hat uns so geblendet, dass wir da, ja, auf jeden Fall vielleicht falsch gesehen haben. Obwohl ich eigentlich davon ausgehe. Jawohl. Machen wir mal den T5 auch rein. Bewegung! Los, schneller! Den T5 möchte ich immer drin haben, falls mal ein Zerstörer kommt. Ich finde den T5 einfach für solche Dienste mega gut. Zeit, wie er das macht. Schneller, schneller! Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht, ob ich auftauchen soll und das Schiff überprüfen soll. Nee, wir lassen es mal lieber. Es ist 42. Rohr 1 geladen. Ah, er macht das nicht verkehrt hier. Er macht das wirklich nicht verkehrt. So, Harry, dann lad mal den anderen auch noch. Dass wir hier mal wirklich voll werden, wie das angeht. Mal nochmal schön T3 rein. Bewegung, los, schneller! Rohr 3 geladen. Perfekt. Dann macht den Vierer auch noch rein. Zu Befehl. Und dann sind wir gut. Guter Dinger. Bewegung, los, schneller! Jetzt Rohr. Zack. Rohr 4 geladen. Perfekt. Okay. So, Harry, du bist aber trotzdem noch nicht fertig. Du kannst mir mal. Nee, Zaunkönig, den behalten wir. Mach uns mal hier den T3. Zu Befehl. Mit dem P2 fertig.
Koordinaten setzen. Bestätigt. Vielleicht reicht uns ja ein T3. Vielleicht reicht uns ja ein T3. Rohr 3, bewässern! Rohr 3, bewässert! Ah, ist ja nix. Los! Feuer. Pedro ist auf halbem Weg zum Ziel. Ne, geht auch vorbei. 30 Sekunden. Die machen das nicht verkehrt, die Jungs. Die machen das echt nicht verkehrt. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Schneller, schneller! Ich stehe auch nicht so, wie ich gerne stehen schneller. Möchte. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, jetzt aber, komm. Rohr 2, bewässern. Jetzt wollen wir ihn aber. Rohr 2, fertig. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, das sieht besser aus, Freunde. Das sieht besser aus. ...40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. ...30 Sekunden. Ah, sowas. ...20 Sekunden. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf. Naja, ob es jetzt wirklich schwere Schäden waren. Oh, ja. Na doch, hat ein bisschen, hat ein kleines Löchlein, ne? Hoffentlich verlassen sie jetzt das Schiff. Das wäre schön, weil dann könnten wir auftauchen. Dann könnten wir definitiv auftauchen. Auch wenn hier die Geschütze nicht bemannt sind. Ich glaube, das hier hinten ist ein 150er. Und die tun uns natürlich ordentlich weh hier. Die tun uns natürlich ordentlich weh. Ah ja, er geht aber ganz schön in die Knie. Er geht ganz schön in die Knie. Aber ich glaube nicht, dass er untergehen wird. Ich glaube, der wird sich noch halten. Na, sie haben das Boot aufgegeben. Das ist schon mal gut. Sie haben das Schiff aufgegeben. Ja. Schaffen es doch noch. Aber ich würde sagen, Freunde, wir tauchen einfach mal auf. Jawohl, Herr Kaloy. Wir tauchen mal auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das? War das nicht mit STRG, dass ich auch hier die Befehle eingeben kann? Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Ach, auf alt war es. Auf alt. Tanz anblasen! So, dann los. Das Ding holen wir uns. Wie sieht's denn aus hier? Jetzt sollten wir eigentlich hochkommen.
Gibt's hier nichts? Doch, da ist er. Da ist der Kollege. Ich glaube, auf B konnte man auch das Fernglas nehmen, ne? Jawohl. Aber wie kann ich's denn? Gut, dann ab ans Geschütz, das Ding holen wir uns. Uiuiui, das wackelt aber. Da haben wir voll daneben geballert. Schneller, schneller! Leute, Leute, Leute. Also da muss ich aber echt erstmal wieder üben hier. Feuer! Warum kann ich denn jetzt hier nicht drei reinmachen? Kapitän? So. Ei, ei, Herr Kalle. Aha. Gut, dann warten wir mal, bis die Jungs da sind. Gut. Das war ein Treffer. Da haben wir den Mast erwischt. Harry, du kannst ja trotzdem schon mal Torpedos nachladen. Herr Kaloy? Dass wir zumindest wieder welche drin haben. Dann nehmen wir hier. Hua! Jawohl. Höhlenbruch, sie sinken. Sehr schön. Dann ist das Ding auch durch. Dann haben wir unsere Aufgaben doch schon mal erfüllt. Aber wir müssen jetzt noch hier 2250 Kilometer patrouillieren. Sogar Fracht. Wir könnten die Fracht ja mal einsammeln. Vielleicht ist ja was Schönes da. Wir könnten ja auch mal so nett sein und mal ein paar Überlebende mitnehmen. Mit. Ist das eine Boot schon mal leer? Mädels, so viele kann ich leider nicht mitnehmen. So viel kann ich leider nicht mitnehmen. So, das war's schon. Der Rest muss leider. Aber ihr habt ja gute Rettungsboote. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Ihr werdet das auf jeden Fall schaffen. So, wo waren denn die Kisten? Hier war noch eine Kiste. Ah, die eine geht schon unter. Jawohl. Ah, jetzt sind sie weg, ja? Ja. Schade. Ich hätte sie gerne mitgenommen. Aber okay. Wir müssen weiter patrouillieren. Hilft ja alles nichts. Also, weiter geht's. Zu Befehl. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier nochmal einen schönen Konvoi
auffinden. Ja, dann würde ich wieder sagen, erstmal die Dieselkompressoren anmachen. Dass wir genügend Druckluft haben. Perfekt. Und dann machen wir halbe Fahrt. Schneller, schneller! Cool, wir könnten mal äußerste Fahrt machen. Schneller, schneller! Und mal schauen, ob wir dann deutlich schneller auf unsere Tiefe kommen. Weil normalerweise müsste das so sein. Also. Ach so. Auf Seerohrtiefe gehen. Also Mädels, dann auf. Das ist schon echt ein schönes Spiel, ey. Ich mag das Spiel wirklich sehr gern. Ja, es geht deutlich schneller, wie ihr seht, ne? Es geht deutlich schneller. Und wir haben immer noch die Fahne nicht reingeholt. Perfekt. Trotzdem würde ich sagen, wir machen eine kleine Fahrt. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Sprit sparen. Ich glaube, ihr wisst selber, Spritpreise jetzt gerade zu Weihnachten hin sind ziemlich teuer. Aber da kommen wir halt auch nicht wirklich vorwärts. Schneller, schneller! So, mal gucken. Rohr 3 geladen. Ob der Luca noch irgendwas Schönes hört hier. Oh. Wir haben was vom BDU gekriegt. Nicht Lotus, sondern der Faxe müsste noch Funker sein, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Sehr wohl, Herr Kaloy. Gut. Dann zeig mal, was der BDU von uns will. Wir haben Informationen, dass das Frachtschiff Dalarö wichtige Technologien geladen hat. Es muss um jeden Preis versenkt werden. Bestätigen. Da machen wir doch mit. Okay. Ah ja, hier soll der Konvoi sein. Hier soll der Konvoi sein. Dann auf. Jawohl. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Er darf auf jeden Fall nicht hier raus. Komm. Kurs setzen. Zu Befehl. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Perfekt. Ach Mist, die werden dann aber nicht mehr, die werden nicht gewertet hier drinne. Wir sind nah dran. Ah, das sind zwei Konvois, hä? Das hier dürfte nicht der Konvoi sein, den wir eigentlich... Oder? Nee. Große Gruppe, 10 bis 22 Schiffe. Das ist er nicht hier. Wie heißt denn der Kleine? Ist der noch in unserem grünen Bereich drin? Der wäre halt noch im grünen Bereich drin, die anderen nicht mehr. Der würde halt noch für unsere Aufgabe zählen. Ach egal, wir fahren zu dem großen Bereich, Freunde. Wir fahren zum großen Bereich. Wir wollen Action! Legen Sie den Kurs an! Sehr wohl. Lassen wir mal die zwei Schiffe ziehen hier. Weil so viele Torpedos haben wir ja auch nicht mehr. Das sind jetzt auch nicht die größten Schiffe. Dalarö. Ey, was ist das? Fahrt will ich nicht. Dann ist der Spritverbrauch einfach zu hoch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten. Okay. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ist das schon ein Kriegsschiff hier? Ja, ist es. Okay, dann machen wir mal langsame Fahrt voraus. Noch haben sie uns nicht geortet. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Ich würde aber gerne erstmal erfahren, wie viele Schiffe wir hier überhaupt haben. Herr Kaloy. Wie sieht's denn bei Luca aus?
Da ist noch ein Kriegsschiff. Eieieiei. Wie heißt du? Dalaro, das ist doch die Dalaro. Genau, die sollen wir auf jeden Fall versenken. Die hat größte Priorität. Oh, das sind sogar amerikanische Schiffe hier. Flower-Klasse. Ne, das ist auch ein Brite. Ja, hier, das müsste... Der fährt unter amerikanischer... Ja, der fährt unter amerikanisch. Das Blöde ist halt auch, wir haben wieder nur einen Zaunkönig und das Ding ist hier komplett bewacht. Also es scheint wirklich nur eine Eskorte zu sein. Da würde ich die Eskorte gar nicht angreifen wollen, Freunde. Sondern wir greifen wirklich nur die Dalario an. Dalaro, Entschuldigung. Greifen wir nur die Dalaro an und dann verpissen wir uns. Weil meine Mannschaft hier nur zu riskieren, damit wir hier ein bisschen Geleitzüge torpedieren, mache ich nicht. Zumal sie uns ja... Die werden uns ja eh nicht angerechnet. Da haben wir sogar noch einen feindlichen Zerstörer. Also das wird jetzt hier nicht ohne, Freunde. Was haben wir hier noch? Boah, der ist auch nicht verkehrt, ne? Die zwei können wir uns eigentlich noch schnappen. Kurs setzen. Machen wir mal eine kleine Fahrt. Dass die uns hier nicht mitbekommen. Wir können uns aber mal den Konvoi von hier aus anschauen. Das scheint nämlich ein... Alter. Ein Riesen... Ach du Donner. Das ist ein Riesenkonvoi hier. Das Nebel. Da sehen wir das Schiff leider noch nicht. Ja, das sind aber alles so kleine Frachtschiffe. Nee. Das bringt uns auch nicht wirklich viel, Freunde. Wir werden nur die Dalario da ausschalten. Am besten gleich mit zwei Torpedos, dass wir auf Nummer sicher gehen. Dalaro. Aber wie sieht's dann aus hier mit unseren Torpedos? Hast du die alle soweit fertig? Jawohl. Obwohl ein T3 müsste eigentlich reichen für das Ding. Was machst du hier, Kollege? Sollst doch bitte mal hier einmal dran gehen. Danke. Und mögest doch bitte mal die Dalaro da weiter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Dieses Schiff sollst du bitte berechnen. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Na komm, mach hin. Schneller, schneller! Mist, sie haben uns. Sie haben uns in der Ordnung. Zu Befehl. Sie haben uns in der Ordnung. Zerstörer auf 12 Uhr. So, okay, dann los. Schnell zwei Torpedos raus. Bewässern! Rohr 3, bewässern! Und dann nichts wie weg hier. Rohr 2, fertig! Rohr 3, bewässert! Und Feuer. Los! Große Fahrt! Schneller, schneller! Wie viele Meter haben wir hier? Okay. Und 90 Meter. Wechseln auf E-Motor. Gehen wir runter. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. Okay, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen nach der Karte gucken, Freunde. Ich hoffe, dass wir die treffen hier. Ja.
Uiuiuiuiui. Das ist das, was wir nicht wollten. 70. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. 90. Schiffsschrauben. Okay. Direkt über uns, Herr Kaloy. Rohr 2 geladen. Und sofort unsere Wasserbomben. Jawohl. Wasserbomben. Einmal Steuerbord, bitte. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Und volle Fahrt. Schneller, schneller! 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Okay. So war es. Haben die beide getroffen? Okay, beide Torpedos haben getroffen, Freunde. So. Jawohl. Und kleine Fahrt voraus. So. Wir schalten mal das Licht auf rot. Sehr wohl, Herr Kaloy. Psst. Freunde, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Macht euch keine Sorgen. Jawohl. Befehl ist ausgeführt. Dann würde ich sagen, Freunde, versuchen wir hier wieder rauszukommen. Ich habe hier noch nie gesehen. Rohr 3 geladen. Bist du bestimmt ein Überlebender, ne? Schauen wir mal weiter. Die haben uns natürlich jetzt schön in der Zwickmühle hier. Gut, wir fahren aber, wie gesagt, wir fahren jetzt hier raus. Wir fahren wieder hier rein. Zu Befehl. Wasserbomben. Okay, aufpassen, Freunde. Wasserbomben. Wieder ein Manöver fahren. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Alles gut. Raptor, du hast ganz schön zugenommen. Die hat nicht. Die hat es nicht gut getan mit der großen Pause. So, ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Wir machen jetzt auch mal alle Türen zu. Alarm! Auf Gefechtsstation! Los, 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 los. Weil Vorteil ist, wenn wir jetzt die Schotten zumachen, falls wir eine Wasserbombe abbekommen sollten, dann haben wir nicht. Oder beziehungsweise besteht die Chance dann höher, dass wir halt nicht das komplette Boot schnellstmöglich verlieren, ne? Es wäre trotzdem schön, wenn ich auch erstmal hier reinkomme. Dass wir hier halt wirklich dann sektorenmäßig arbeiten können. Okay, Mädels, wir schauen mal. Wir schauen mal. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann haben wir da kleinste Fahrt. Und ich würde sogar überlegen, dass wir eventuell gleich nochmal abtauchen. Ja, dass wir nochmal abtauchen und dann versuchen hier wirklich wegzufahren. Also, wir gehen hier volles Risiko. Wir gehen jetzt auf 150, 160 Meter. 150 Meter. Und alles aus, was wir nicht mehr brauchen. Ist soweit alle. Ist soweit alles aus. Okay.
sieht's aus hier. Lass mich doch mal dahin. Mensch. 100. Ist der Kreisekompass aus? Ist ausgeschaltet, okay. Wir setzen jetzt nochmal den Kurs fest. Aber wir wollen ja hier weg. Wir wollen ja wieder hier Kurs rüber. Auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Lasst ja die Türen zu, Freunde. Lasst ja die Schotten zu. 120. 140. Schiffsschrauben. 160. Über uns, Herr Kaloy. Scheiße. Sonarwellen, Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. Wasserbomben, Wasserbomben, Wasserbomben. Volle Fahrt voraus. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Schneller, schneller. Ups, falsche Taste. Voll, ja, Backbord passt. Backbord. Backbord passt. Und jetzt schneller so weiter. Wasserbomben. Festhalten. Spiel wie eben. Kleine Fahrt voraus. Aber, Freunde, ich weiß, ich bin jetzt gemein. Ob wir diesen Wasserbombenangriff überleben oder nicht, würde ich sagen, da jetzt U-Boot so lange pausieren musste, sehen wir uns nächste Woche bei U-Boot wieder. Wieder. Und hoffen, dass wir hier... Ich pausiere mal. Und hoffen, dass wir das Ding hier überleben. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der 24. Folge. Und wie gesagt, dann nächste Woche gibt es nochmal U-Boat statt Ultimate Admiral Dreadnoughts, weil wir halt diese massiven Fehler hatten und so lange kein U-Boat mehr spielen konnten. Und hoffen, drückt uns alle die Daumen, dass wir hier lebendig aus dem Wasserbombenangriff rauskommen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dahin. Euer Adlerware, macht's gut!